Der Eröffnungsfaktor, das dritte Thema. Und am Ball bleiben, nicht bis zum Ende spulen. Also, was wir bisher kennengelernt haben, war eine Verschiebung auf der Y-Achse. Also wir haben einen Y-Wert dazu addiert oder eben subtrahiert. Je nachdem ging das auf der Y-Achse nach oben oder nach unten. Das Ys steht für nichts anderes als die Y-Koordinate meines Scheitelpunkts, das ich ja damit dann bestimmt habe. Im Quadrat selber konnte ich auch eine Veränderung vornehmen. Dann hat sich das Ganze nach rechts bzw. nach links verschoben, also auf der X-Achse. Je nachdem musste ich halt entgegengesetzt denken. Also wenn hier ein minus xs dran stand, heißt es, dass es eine Nachrechtsverschiebung war. Gut, jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit und das ist der sogenannte Öffnungsfaktor, nämlich dass ich vor das Quadrat eine Variable stelle. Unser a nennt man das hier. Um dem a auf die Sprünge zu kommen, was passiert mit den Graphen bei den jeweiligen Funktionen, habe ich einfach mal drei mitgebracht. Und da ist unser grafikfähiger Taschenrechner echt Gold wert. Mit dem können wir schnell überprüfen, was da los ist. X² ist unser erster Graph, 2x² der zweite. Ich habe das einfach mal abgetippt. Wenn ich jetzt hier auf Graph drücke, wird jetzt mein Taschenrechner nach und nach hintereinander ganz schnell diese Graphen zeichnen. Also erst den X², dann den. Also genau hinschauen. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Der äußere ist der X², dann geht es weiter rein mit 2x² und 4x². Die Vermutung liegt nahe. Je größer mein Wert vor dem x-Quadrat ist, desto schmäler wird die Parabel, also desto weiter rückt es hier an die y-Achse ran. Geben wir einfach nochmal einen dritten Vergleichswert oder einen vierten Vergleichswert ein. x² und gehen nochmal auf Graph. Und wir sehen, das gleiche passiert auch da. Das ist das erste, was wir jetzt rausgefunden haben. Das zweite werden wir prüfen, wenn wir das hier sehen. Ich habe hier Werte genommen, die jetzt eben unterhalb von 1 liegen. Als Vergleichswert immer noch den ganz normalen x², die Normalparabel. Bitte überprüft jetzt erstmal selbstständig das Ganze, auch mit dem Taschenrechner, wie das funktioniert. Tippt einfach die 3 ein und versucht mal zu verfolgen, was passiert mit meinen Graphen. Pause drücken und jetzt versuchen. 3, 2, 1, 0. Ja, hier seht man es. Ich habe hier noch meine Ausgangsform drin. Also hier sollte man 0,5 ersetzen. Den Zweier muss ich rauslöschen. Hier muss ich die 4 rauslöschen und ein 0,1 draus machen. Und das letzte lösche ich komplett. So, Graph zeichnen. Ja, und etwas weniger überraschend wahrscheinlich passiert jetzt genau das Gegenteil. Das heißt, das Innere war jetzt das x² und es wird jetzt ausladender. Also flacher könnte man sagen. Je weiter man quasi in die Richtung zu 0 geht, das können wir jetzt hier nochmal überprüfen, indem wir 0,0001 nehmen, x², desto näher kommen wir der x-Achse. Und das sieht man nämlich hier auch, die hat sich hier schon fast hingelegt. Also der Graph wird nie die x-Achse erreichen, ja, aber es wird immer näher daran gehen. Jo. Also das ist die zweite Feststellung, die wir haben. Wenn sich ein Wert zwischen, und das ist 0 und 1, bewegt, dann wird das Ganze flacher. Wenn es größer ist als 1 ist, dann wird es schmäler. Die nächste Aufgabe, die wir dabei haben. Ja? Y ist minus x², y minus 2x². Das heißt, wir geben genau den linken hier einfach nur negative Vorzeichen. Pause drücken und selber probieren. Weiter geht's in 3, 2, 1 und hier sind wir wieder. Also, ich gebe jetzt hier auch noch diese Werte ein. Minus, jetzt muss ich selber kurz spickeln. Hier oben müssen wir natürlich ein Minus eingeben. Hoppala. Minus 1. Denkt daran, dass das hier ein Vorzeichen ist, kein Rechenzeichen. Dann haben wir auch hier minus 2. Und hier müssen wir das entfernen. Minus 4. Die letzte lassen wir komplett weg. Gut, dann schauen wir uns die Graphen an. Auch eindeutig. Es ist das gleiche eigentlich wie oben, nur dass das jetzt quasi auf den Kopf gestellt ist. Also eigentlich an der an der X-Achse gespiegelt ist. Das Ganze geht jetzt nicht mehr nach oben, ist nicht mehr nach oben geöffnet, sondern wird nach unten geöffnet. Aber die Vorzeichen, die haben sich nicht geändert. Das heißt, je kleiner quasi dieser Wert ist, wenn er über minus 1 ist, desto schmäler wird das Ganze wieder. Also, negatives Vorzeichen heißt einfach nach unten gekippt, aber ansonsten bleibt alles gleich. Wenn ich diese Werte jetzt hier für oben mache, wird das genauso ausschauen, nur eben gespiegelt. Letzter Versuchswert. Ich nehme einfach wieder von dem zweiten das Ganze negativ. Selber ausprobieren in 3,
Auf Pause drücken und dann geht's los. In 3, 2, 1, 0. Also minus 1 als Vergleichswert. Hier haben wir gesagt, nehmen wir minus 0,5 und dann nehmen wir weiter unten minus 0,1. Ist eine relativ einfache Geschichte. Könnt euch mittlerweile ja schon vorstellen, was passiert. Ja, ich glaube, ich habe den Graph falsch gezeichnet, da habe ich eine Zahl vergessen. Hier muss ich noch eine 1 zufügen. So, jetzt den Graph zeichnen. Der wird natürlich wieder flacher, aber er ist nach unten geöffnet. Und das war es natürlich. Das haben wir jetzt festgestellt. Damit können wir unser Tafelbild fertig machen. Der Öffnungsfaktor ist quasi die Zahl vor dem x². Je größer a wird, desto schmäler wird der Graph. Also von 1 anfangend natürlich. Je größer mit 2, 4, 6, 8, desto schmäler wird das Ganze und je näher kommt es an die y-Achse hin. Zwischen 1 und 0 wird der Graph immer flacher, ja, also legt er sich Richtung x-Achse. A ungleich 0, also natürlich darf dieses Faktor a nicht 0 sein, weil sonst steht hier y gleich 0, das ist eine Gerade und keine quadratische Funktion mehr. Wenn a kleiner 0 ist, also negativ, da hier oben war er immer positiv, dann ist die Parabel nach unten geöffnet. Andersrum natürlich gesagt, wenn a größer gleich 0 ist, dann ist die Parabel nach oben geöffnet. Sind ein bisschen knapper zusammengefasst, diese Definitionen, aber ich denke, man kann sich so leicht merken. Was jetzt noch dazu kommt, ist einfach nur nochmal Veranschaulichung und natürlich für euch nichts Böswilliges, aber ihr sollt das Ganze nochmal zeichnen, damit ihr das Ganze auch sauber im Heft habt. Bitte auch mit 5 unterschiedlichen Farben und versucht exakt und ganz genau zu zeichnen, denn es wird natürlich immer schwieriger, mit diesem Öffnungsfaktor jetzt richtig zu arbeiten. Denn, und das werdet ihr sehen, wenn ihr diesen Wert zum Beispiel von 0, von 3x² habt. Ich tue gerne nochmal einen Taschenrechner her. Also nehmen wir erstmal alle raus. 3x² und macht davon ein Table. Seht ihr, wie schnell meine y-Werte hochschnellen. Hier brauche ich auf jeden Fall ein Table Set. Also gebe ich ein Table Set an von nicht mehr, oder von ein Step von 0,5. Und geht dann auf Table. Hoppala. Hat natürlich auf Enter, muss ich das Ganze noch bestätigen. 0,5. Enter. Und dann Table. So, und jetzt geht das Ganze schon besser. Aber, das merkt ihr schon, es geht trotzdem rasant nach oben. Also bei 1,5 sind wir schon bei 6,75, was hier im Koordinatensystem schon keinen Platz mehr hat. Wenn dem so ist und es schwierig wird es zu zeichnen, dann nehmt einfach kleinere Table Steps. Also hier in dem Fall 0,25 zum Beispiel. Und jetzt auf Table. Und schon wird es leichter zum Zeichnen. Hier die vierstelligen ungefähr anzeichnen. Ganz genau wird es nicht versuchen, nicht gehen. Das bitte jetzt sauber in euer Themenheft.